Nils, komm, wir brauchen mal wieder ein paar schöne Fotos von Ja? dir. Gib mir mal ein herzliches Lächeln. Ha? Mal ein bisschen deine wilde Seite. Oh, okay, nicht schlecht. Und? Wir lieben die Fotografie und deswegen gibt es nur ein Spiel für uns. Viewfinder! Ja, das war ein fantastischer Cold Opener. Dankeschön. Das ist, du hast es einfach drauf, ob du es auch drauf hast bei Viewfinder. Sehen wir jetzt. Fang gerne an, weil ich habe noch einen Kaffee. Und es ist ein Rätselspiel. Wir wissen gar nichts. Uns wurde nur gesagt, hey, das ist ein Rätselspiel mit einer Kamera. Wir haben extra uns nicht schlau gemacht, weil das würde natürlich das Spielerlebnis auch trüben, wenn wir hier schon alles wissen. Mir wurde nur gesagt, wir haben die beiden fotogensten Mitarbeiter rausgesucht für dieses Let's Ja. Play Die und sind dann deswegen krank geworden und was, dann ja. haben die uns genommen. Also wir können uns anscheinend bewegen. Oh, schön. Ui, okay, also eine sehr szenische Welt, wunderbar. Aber da sage ich doch meinen Urlaub ab. Da mache ich Urlaub in dem Spiel hier. Ja, das sieht, wobei ich bin mir nicht ganz sicher, hat die Natur sich die Welt zurückgeholt? Was? Man kann zurückspulen? Aha, okay, man kann zurückspulen, herrlich. Ui, das wird wieder so ein Übelkeitsspiel, glaube ich. Also jetzt nicht wegen Gameplay, sondern einfach nur, weil es ein bisschen wild ist. Kann man da runter springen mit dem Fallschirm? Okay, was passiert hier? Was müssen wir machen? Also da ist schon mal. Ja, da kann man einfach reingehen. Oh, schön. Sorry. Aber es Wir ist. lagen ein bisschen zu lange in der Sonne. Aber es ist wirklich so, das ist jetzt überall so Blätterwerk auf dem Boden. Also das ist schon. Die Menschheit ist irgendwie schon ausgelöscht oder sowas. Also sonst würde ja Ja, das das stimmt. Pflanzenwerk nicht bereits im Wohnzimmer sein. Und alles ist umgestoßen. Springen. Aha, hier haben wir Augen. Augen. Manchmal, wenn man Fadenkreuz irgendwo drauf ist, gibt es auch eine Erklärung. Ja, wir sollten nicht zu lange drauf bleiben, sonst lesen wir sie aus Versehen. Der Buttergeschmack muss noch verbessert werden. Ah, Der okay. Buttergeschmack ist einer der wenigen Geschmäcker, die perfekt sind seit Jahrhunderten. Also wer da eine Verbesserung To think erwartet. all the wonders of the world can be doubled with, as long as you build the right space. Whether Hiraya wants to admit it or not, Mirren is truly brilliant. Ja, Helen Mirren neulich But in how ihrem do I letzten get out of Film, here? Die Spiegel der Nacht, hat sie mir richtig gut gefallen. Ja, das war toll, ne? Ein bisschen sehr erotisch, fand ich Ja, in streckenweise. gehobenem Alter, aber ich finde es das gut, dass das Thema Alter und Erotik auch langsam mal thematisiert wird. Das war ja immer ein Tabu sonst früher. Kann man, wie kannst du Ach, unendlich ich kann auch zurückspulen? wirklich Du zurückspringen, bist nicht nur quasi eine, du bist eine zurückschauen, Videokamera sozusagen. sondern Ja. zurückspringen auch. Und da sind schon so diese, so eine Lustwiese da mit den Kissen. Das ist wirklich der Spielanfang. Wenn du auf neues Spiel Haben wir gedrückt auf hast. neues Spiel gedrückt. Nicht, Nur, dass wir ich jetzt hab. irgendwie im Late Game sind und irgendwie schon Ich hab nicht. völlig verstehen sollen, was passiert. Was Setzen. setzen? Oh. Also es hat ja was mit Fotografie zu tun, mit dem richtigen Schnappschuss finden, dem im richtigen Moment abdrücken. Ging es dann da drin noch weiter? Ja. Guck, da geht es ja noch weiter. Da können wir erstmal schauen und erkunden. What is this place? Ja, oder sterben direkt. Aber oh, man kann gar nicht sterben. Whoa, you okay? Wer ist denn Jesse? Your vitals look good. I Redet mit guess mir. we know now that falling doesn't hurt. That's some good news at least. In der Tat. There must be a way to get back up there. Wie du einfach knallhart erzählst du, dass du runterspringst. Das ist der Weg wieder rauf. Manchmal ist der Weg rauf, der Weg zurück. Oh, you're what? That's sick. Ist das autobiografisch bei dir oder? Ja. Bis zu welchem Punkt würdest du dein Leben zurückspulen, wenn du es könntest? Das ist Aber schwierige Frage. mit dem Wissen, was ich dann jetzt angesammelt habe, oder verliere ich das Wissen? Ah! Couldn't resist trying it again, huh? Oh, Leute. Brauchst wohl noch einen Versuch, was? Ah, und da ist das V für Fallen. Für Fallen. Moment, was war das gerade? Wie, was war das Wie gerade? bin ich hier gerade hochgekommen? Ja, du hast zurückgespult, bevor du da die Brücke runtergefallen Nee, da bist. war gerade irgendwas. Wie, da war was. Du musst aufmerksam sein für die Details. Ah, nee, da war doch nichts. Ich dachte, weil ich R2 gedrückt gehalten habe,
Ist irgendwas passiert? Nein, nein, nein. Sorry, ich komm noch mal rein. Guten Tag, Herr... Ich komm noch mal rein. Guten Tag, Herr Hopfri... Ich komm noch mal rein. Ich glaube, du würdest so perfektionistisch werden, wenn du so eine Rückspulfunktion hättest. Auf jeden Fall. Du würdest überhaupt nicht mehr vorankommen. Das Problem ist aber, stell dir mal vor, man hat dann nur so 5 Sekunden oder so. Und dann sagst du, oh fuck, ich mach noch mal. Und es waren aber schon 6 Sekunden. Und dann hast du diese eine komische Sekunde. Ja, ja, ja. Und man denkt, oh, 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 was war das denn jetzt? It feels real and that's enough. Also wir haben irgendeine Stimme im Ohr, irgendeine Jessie. Wir haben hier irgendwo ein Anwesen von irgendjemandem, der wahrscheinlich nicht wir sind, wahrscheinlich irgendein so genialer Forscher, ja, der irgendwas Brillantes rausgefunden hat. Und wir müssen jetzt seine Spuren so ein bisschen nachverfolgen, weil er schon lange hier nicht mehr war. Ich kann auch einfach... Na okay, gut. Da kann man sich ja ganz nah an die Schwelle des Todes heranarbeiten. Und darüber das hinaus. Oh, das ist natürlich interessant. Kann man, wenn man tot ist, noch zurückspulen? Haben die Brücken alle so ein. What's an old photograph doing here? Foto. Halte LT. Ja, wir müssen wahrscheinlich jetzt den Ausschnitt LT. Finden, ne? LT. Okay, das ist ja geil. Oh, was? Das ist ja geil. Da kannst du jetzt durchgehen. Did you just shift reality? Wer klebt einen Zettel, postet an der Wand? Da musst du auf die Details achten. Komm. Glad you made it in one piece. Okay, also wenn ich, sozusagen ein umgekehrter Fotoapparat, wenn man das Foto hat, kann man die Realität dem Foto anpassen und nicht andersrum. Wir brauchen Energie. Okay, jetzt haben wir ein klassisches Rätsel. Ah, geil. Das, schau mal, guck mal hier, Batterie, das haben wir in Dead Space hunderte Mal geübt, ja. Das ist überhaupt kein Problem. Der Maler. Können wir vielleicht einen Timer einblenden, wie lange es noch dauert, bis ich mich übergebe? Das ist so Weil schlimm. Ich glaube, es ist, wir haben noch ein bisschen Zeit, aber wir nähern uns. Es ist wirklich sehr wenig, hat wenig Frames so, ne? Das ist wie so eine Art Elektromotor, wo die Batterie das über die Spule. Du musst es reiben, über genau. Die Spule geht. Ja. Ah, okay. Ah, die ist noch dran, oder nicht? Aber wir müssen wahrscheinlich 2 Kabel, eins aufs blaue, eins aufs rote und dann da die Kabel verbinden. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich jetzt irgendwie Kabel finden. Du willst sie direkt dran dotzen, ne? Ich glaube, wir müssen Kabel finden. Im Haus müssen. Oder da ist irgendwo ein Kabel. Ja, oder schmeiß sie einfach komplett weg. Ach, okay, die kann ich nicht... Doch, die kann ich zurückspielen. Wir haben original ein Achievement bekommen. Yes! Hast du gesehen? Nicht damit. Da ist noch eine. Vielleicht ist die ja voll. Und die andere ist leer. Ja, und tschüss. Wahrscheinlich kann man das dann einfach nicht mehr lösen. Dann sind wir direkt im ersten Level. Ja, du kannst alles ja wieder zurückspielen. Aber kann man das... Also quasi wahrscheinlich jedes Level dann, ne, bis zum Anfang. Oh, Foto? Achso, das Bild. Weißt du mal, welche das jetzt war? Das ist ja ein Induktionsfeld irgendwie, ne? Guck mal, was sieht man da? Ah, wir brauchen mehr Batterien, glaube ich, oder? Ja, ja. Vielleicht brauchen wir nur 2. It's almost working. Looks like we need one more. No, go. You know I cannot stand these types of activities. Oh, here I am, my love. Weiter, oder ist da die nächste Batterie? What do I even do with my hands? Ja, da ist doch eine. Relax them. Sehe ich doch. Aha. Das heißt, das muss ich jetzt hier über die... Ja, kannst du auch an die Leinwand kleben. Ist nicht egal, wir kommen ja wieder zurück. Oder so, ja, so geht auch. Ja. Enough questions. Stop moving. Geil. Wow, das ist schon... Das ist geil. Das ist schon cool. Und das wird dann alles grau.
muss schon aufs Induktionsfeld stellen. Well done. Ist stark. Weiter geht's. Aber das hat mir gut gefallen. Das fand ich ziemlich cool. Das finde ich auch gut. Was ist unter diesen Dingen? Diese Plattformen, ne? Die in der Luft. Plattformen in der Luft schweben. Drehe das Foto. Das gibt so. Ai, jui, okay. Und. Aha. Also, ich glaube, man kann das wahrscheinlich einfach theoretisch an die Wand machen, aber es ist schöner, wenn man das so in die Landschaft einpasst, wie es gedacht war, ne? Weil da kommst du jetzt das nicht ist einfach so hin, Baller. Ja. Kommst du wahrscheinlich nicht mehr hin. Ich kann das überall einfach so hinsetzen, dieses. Das ist immer dann so ein Hintergrundbild und so ein bisschen Szenerie. Das ist richtig ein Loch. Schneidet das aus? Das ist ja abgefahren. Ah, Benedikt Energie. Energie, das heißt du. Benedikt Energie. Vielleicht dann die anderen wieder zurückholen oder so? Geh mal zurück, da wo wir hergekommen sind. Da sind ja die drei Batterien. Nimm mal das Foto mit. Und geh mal zurück. Wo gibt's denn noch den. Wo kamen wir her? Ja, oder man muss das irgendwie mit dem Drehen machen. That doesn't look right. Naja, gut, das ist ja jetzt eine subjektive Geschichte, ne? Okay, aber so diese Teleporter, das sind so dann die Level und dann musst du gucken. Warte mal, komme ich jetzt hier gar nicht mehr runter? Ich habe auch gerade original vergessen, wo wir herkamen. Kamen wir von da oben? Wo kamen wir her? Wo ist unser. Ich glaube, wir wurden hierher teleportiert. Ja, stimmt, mit dem Teleporter. Ich dachte gerade, wir wären übers Bild gekommen, aber nee, wir kamen ja mit dem Teleporter. Dann können wir ja auch nicht zurück. Wir nehmen einfach den und gehen einfach hin. Wir müssen gucken, wo hier Batterien sind. Da ist noch ein Foto. Ah, ja. Ah, jetzt sind wir im Foto, Next Level Foto. Und hier ist eine Batterie. Jetzt dürfen wir natürlich nicht den. Nee, machst du einfach andere. Den anderen. Wegschießen. Doch vier Seiten. Der Teleporter wurde zerstört. Guck dir den an. Ach, der geht noch. Den kann ich reparieren. Das geht. Da fehlt nur ein Stück. Das ist ja abgefahren. Ah, man darf die nicht zerstören. Okay, verstehe. Interessant. Dann machen wir doch hier so ein schönes. Das finde ich super. Bisschen was Szenisches. Oh, nein, der Tisch! Das ist ja geil. Aber es geht schon mal, also man spürt das im Magenbereich auch, ne? Dieses Perspektivwechsel. Auf jeden Fall. Ist da noch ein Foto in dem Foto? Ah, ne, das reicht diesmal eine. Sein könnte, dass es wieder drei sein müssen, dann hätte er hier vielleicht noch ein Foto vorzufinden gewesen sein hätte können. Alle Stühle müssen raus. Was sagt uns das, Florentin? Dieser Hass auf Stühle. Was verbindest du mit Stühlen, dass du sie alle über den Abgrund schmeißt? Ich will keine Gäste haben. Keine Gäste. Wenn da Leute kommen und das. Ah, da stehen vier Stühle auf der Veranda. Ein schlechtes Zeichen. Der wahre, introvertierte Schildkrötenmensch, wie ich einer bin, hat einen Stuhl zu Hause. Nein. Sodass, wenn jemand kommt, man sagt, ich habe ja keinen Stuhl, du musst leider wieder gehen. Der wahre Introvertierte will ja nicht unfreundlich wirken und deswegen hat er zwei Stühle, aber einer ist unfassbar unbequem. Das stimmt, ja. Willst du mal übernehmen? Ach guck mal, aber Teppiche so übereinander, dass da so verschiedene Hubbelzonen entstehen? Also da bin ich dagegen. Nee, das kommt erstmal, also absolut, da stolperst du direkt drüber. Ja. Manche sind zweilagig, manche einlagig. Das geht ja gar nicht. Das geht gar nicht. Aber ich mag diese farbenfrohe Badewannenverkachelung. Ja, auf jeden Fall. Und immer so auch so, überall sind so Maler, ja, Utensilien, gelebt, also das sieht man sofort. It must be a security measure. A structured path we have to follow. Jetzt habe ich natürlich. Let's find the next working one.
Okay, das heißt, wir müssen eine gewisse Reihenfolge einhalten, oder was? Der ist gesperrt. Oh, was haben die hier gelesen? Hemingway. Nee, Chips. Oder was sind das? Drink, oh, ist das geil. Drink-Rezepte. Ey, komm, aber das ist ganz ehrlich. Oh, der, aber gut, aber... Aber so eine geile Sitzecke hier. Ja, aber Alkohol und dann keine Geländer. Ja, ich weiß. Oh, hat man alkoholisiert auch noch die Rückspülfunktion, frage ich mich. Das ist Tee. Ja, gut, das stimmt. Und in arabischen Ländern, wo solches Teebesteck ist, da wird auch kein Alkohol serviert. Ah, das ist gut, dann brauchst du... Sparst du dir echt viel mit Geländern, ne? Ja. Geländer sind ja auch hässlich eigentlich, ne? Also wie sicher willst du eine Gegend machen, damit ja. es nicht hässlich wird? Das ist ja immer Sicherheit, Ästhetik. Let's go! Okay, sie hat jetzt was von Reihenfolge erzählt. Vergiss nicht, die Pflanzen zu gießen, sehr lustig. Ah, mir gefällt die Architektur. Ich will hier schon auch... Warum leben wir nicht in so einer schönen Welt, Florentin? Warum leben wir da, wo wir leben? Ah, okay. Oh, kannst du jetzt mit dem Steuerkreuz die Perspektive ändern? Wie machst du das? Richte mal losgelassen, das Foto aus. Mit R2 kannst du schießen. Also den okay, da hätte ich so rüber. Das machen wir nochmal zurück. Wie machst du zurück? Mit B. Dem? Ah, und da siehst du sogar auf der Timeline, wann du ein Foto gedrückt hast. Ja, okay. Dann. Ich bin ja ein ganz furchtbarer Fotograf. Man kann nur... Du bist ein schlechter Fotograf. Ich habe wirklich immer das Problem, ich bin mit jemandem im Urlaub und der macht richtig geile Fotos von mir und ich mache extrem hässliche Bilder von der Person. Immer von hinten irgendwie, Hinterkopf, Haare verwirbelt. Ganz schrecklich. Sehr gut. Aber das ist falsch, ich muss die irgendwo kreative einsetzen. Brückennutzung. Ich muss die einsetzen, dass ich da hinten rüberkomme. Das wäre nervig, wenn Brücken immer so 90 Grad gedreht sind und da drauf springen muss. So, gib mal her den Lappen. Wahrscheinlich hier da. Ah! Aber dann von der anderen Seite, dann von hier. Ich sehe schon, da kommt der Perfektionist raus. Der wahre Fotograf. Sehr schön! Das ist schon nicht schlecht. Cool gemacht, gefällt mir. Das gefällt mir schon. Wenn du dann irgendwann so mehrere Bilder hast, wahrscheinlich, dann musst du gucken, wie du die kombinierst. Ah, da ist offen. Das ist offen. Nee, also ich finde das cool. Das ist eine ziemlich coole Mechanik. Küchenchen. Schmeiß runter. Oh! Oh! Entchen! Ach, die Entchen sind die, die Collectibles. Ja. Achievements. Wie du das sofort verstanden hast, ne? Du bist einfach ein Gamer. Ja, das ist einfach... Diese Jahrtausende alte Erfahrung. Da muss ich ja wahrscheinlich rauf. Okay, kann ich jetzt an dieser Fassade hoch oder was war der Gedanke? Hat sie nicht gerade gesagt, was von hochklettern? Ja, ich glaube, du bist auch Spider-Man. Also das ist auch ein Spider-Man-Spiel, aber halt mal mit einem ganz anderen Ansatz. Das wäre mal nicht schlecht. Einfach, wo man nicht so richtig damit rechnet. Ja, aber es ist ja schon irgendwie... Also du kannst auch drehen, genau, als Brücke, ja. Als Rampe mache ich das jetzt. So. Wow, aus dem Sprung heraus, der springende Fotograf. Der springt. Das ist sein einzigartiger Sprungfotostil, immer der sich so in Bewegung den 80ern drin. Durchgesetzt ja. hat. Ja. Er wurde von seinen Kollegen nur verlacht, aber die Bilder sprachen für sich. Ja, er hatte wirklich so eine Phase, die ging nicht lang, die ging so 2 Wochen. Mhm. Da war er so eine Weltsensation. Und dann ist irgendwas anderes passiert, so ein Tanker gesunken oder sowas. Och, schön. Ach, damit kannst du es einfach zerstören, oder was? Wir werden sehen. Oh, die Batterie ist kaputt. Was ist kaputt? Oh, hab ich sie gerade zerschnitten. Ja, aber guck mal, ob es trotzdem klappt. Vielleicht klappt es trotzdem. Ist ein Halbleiter. Oh, nee. Na, doch. Ja. Das ist wie bei Geldscheinen. Wenn mehr als 50% ja. dran ist, dann kriegst du einen neuen. Ja. So, eine brauchen wir noch. Da müssen wir doch eigentlich noch ein Foto finden, oder? Hier entsteht ein Schatz. Oh. Aber ist das gemalt? Was? Achso, der... Also ich stelle mir vor, jemand hat eine Leinwand ja. und malt da so ein Pin-Up, so ein Post-it drauf mit bitte nicht anfassen, Farbe nass oder so. Aber das ist gemalt, verstehst das du? Das ist gemalt, ja. Guck mal, ich kann hier...
die ganzen geilen. Kannst ja alles Fotos. Kaputt machen. Naja, was ist kaputt? Ich kann die einfach komplett auch. Die Sonne einfach umdrehen. Und aber denn? Und dann? Ist das die lämste Superkraft, die man kann? Ich kann die Sonne umdrehen. 90 Grad, rotieren. Was dreht die Sonne sich würde? Eigentlich? Oder ist die immer fix? Ich glaube, die ist fix. Das ist, man sagt doch auch Fixstern, oder? Brauchen wir nicht noch ein Foto? Warte. Nicht, dass jetzt dieses Foto irgendwie mir zum Verhängnis wird. Und kannst du auch mehr als ein Foto gleichzeitig haben? Na gut, das kannst du jetzt nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob das nötig ist. Ist auch so weit weg. Ich mach das mal wieder zurück, nicht, dass ich die später aus irgendeinem anderen Grund noch brauche. Und dann habe ich quasi... Ich bin verrückt, die Vorstellung, hast du früher ein Foto gemacht, dann hattest du ein Foto davon. Mhm. Und das war's. Ja. Obwohl, es gab die negative, ne? Ja. Man kann die einfach so aufsammeln, okay, ist gut. Es gab die negative und dann, auch mal da oben müssen wir wahrscheinlich drauf. Dann bist du abziehen, ja. Man könnte, aber früher allein der Gedanke, du musstest ja früher die, ich meine, machen manche Leute heute noch, aber du musstest die in ein Fotolabor bringen. Ja, und dann deine privaten Fotos, ne? Deine privaten Fotos. Die hat jeder irgendjemand angeguckt, immer. Ich sah diesen Film mit Robin Williams, ne? Der. Aladdin. Aladdin. Ein, der in so einer Fotoentwicklung arbeitet. It's alive. Und dann. It's alive! Und dann guckt, ist er irgendwie auch so ein Psychostalker, ist das doch. Kennst du den Film nicht? Nee. Er entwickelt Fotos und dann irgendwie stalkt er dann die Leute, die er sich da anguckt. Oder irgendwie so. Ich weiß nicht, vergessen, wie er heißt. Hast du als Filmenthusiast den nicht kennst? Tatsächlich nicht. Nee, es muss der einzige Film sein, den ich nicht gesehen habe. Der einzige Film auf der gesamten Welt. Oh, jetzt kannst du ein Foto hinfotografieren. Nee, nicht ganz. Rechts, glaube ich, hätte man ein bisschen Schritt zurück. Nee. Rechts die Bank, oder? Ich habe mich nur an den Teppichen orientiert, aber da oben geht es ja noch weiter. Was ist mit den Kisten? Die Palme und die Bank. Da sind die Kisten. Ich glaube, du musst eine andere Perspektive. Du musst einfach ein bisschen zurück. Zurück, meinst du? Warte mal. Und die Kiste. Oh. Ein bisschen mehr so rüber. Gibt es ja auch so Leute, die dann so Fotos nachstellen, ne? Die sie dann so in die Welt halten. Ja, ja, ja. Das ist auch immer witzig für einen kurzen Moment. Na, ich würde mir das nicht stundenlang anschauen, aber für einen Moment. Alter, wie viele muss ich? Oh, jetzt machen? Kannst du es immer wieder machen. Das ist jetzt ein. Das kannst du es immer wieder wiederholen, weil du das Foto neu fotografierst. Das ist ja eine coole Idee. Ein Foto von einem Foto? Ja, das ist ja fantastisch. Ich habe jetzt, also mir fehlt. Geniale Idee. Ich kenn's natürlich jetzt hier. Das ist jetzt wie so ein Croissant. Du kannst jetzt ganz viele Schichten übereinander legen. Oh, that's unusual. So the photo is acting a bit weird. Geil, weil das ineinander rübermorpht. Ja, aber. Ja, wie ein gutes Croissant. Du brauchst mehr Schichten. Du brauchst noch mehr Schichten. Aber wie viele Schichten muss ich denn haben? Ne, wie viele Schichten hat so ein gutes Croissant? 30? Oh, das wird jetzt immer glitschiger. Can you hear me? Wir glitschen raus. Okay, aber der Gedanke ist schon so, dass man das häufiger machen muss, damit irgendwas in der Story passiert, ne? Da muss das auch nicht perfekt sein, zwangsläufig. Geil. Geil, alter Schwede. Ui, jetzt bist du in der Kugel. Das ist doch. Wow! Wir sind in irgendeiner Simulation. Wir wurden die ganze Zeit verarscht. Oh! Welcome back! A little too soon for my liking, but happy to have you. Das heißt, wir sind schnell durchgekommen. Andere hätten länger gebraucht. Das Moment mal, sie war die ganze Zeit ein Topf. Seems like the simulation had some difficulty maintaining itself. We might need to reroute our power sources to keep it running. Bummer, but that's what we get for messing with old tech. Geil. Don't worry, love. We'll get it sorted and then it's off to the races with you. Ich glaube, wir sind sehr gut in diesem Spiel. Who knew it'd be this tricky to get ancient tech back in working order? Just look at all this junk lying around. Das ist ein Holodeck. Die hat sich so geschlossen. Ach, und wir waren immer nur auf einer Stelle, oder was? Ja. Wir haben uns gar nicht wirklich bewegt. Ja. Jetzt hol dir mal so einen Snack, da steht doch bestimmt so ein Snackautomat.
Machen wir sofort. Pupskanone? Was meinst du? Das ist das Forschungsprojekt, an dem die letztendlich arbeiten. Sauerstoffwerte schwanken weiter angesichts neuer Wellen der Industrieexpansion. Unsere Welt, die rote Welt. Ist dir mal aufgefallen, es gibt 100 Pro, kann man auch so ein, das irgendwie grafisch darstellen, wie oft in so medialen Reflexionen unserer Welt das Thema Apokalypse, Welt geht vor die Hunde und so zum Thema gemacht wird. Das zeigt ja auch, welche Ängste und was... Oh. Aber meinst du, ist die Welt eher in Gefahr, wenn es viele von diesen Apokalypse-Darstellungen gibt oder wenn es wenig gibt? Wenn es viele gibt. Wenn es viele gibt? Ja. Weil dann... Also du glaubst, der Mensch hat schon gute Intuition dafür, dass es bald untergeht. Weil man kann ja auch sagen, die schlimmste Apokalypse ist die, die aus dem Nichts kommt. Wie für die Dinosaurier. Die werden ja auch nicht Horrorfilme gehabt haben über Meteoriten, sondern das war einfach ein Tag da. Ja, da bin ich voll bei dir. Das ist mit Sicherheit nicht falsch, was du sagst, aber... Warte mal, gibt es eine Reihenfolge, in der man das vielleicht drücken muss? Erst mit A oder so? Oh, wir müssen wieder Lichter anmachen! A, wir müssen wieder Strom verteilen! C... Genial! D... Nils. Nein, Nils! Sei mal, du bist der Rätselmeister! Nicht schlecht, Alter, dass A vor B kommt! Unfassbar, mal, oder? Also, wie kommt man auf sowas? Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, ich bin schon immer so gewesen. Wahnsinn. Seit der Geburt. Wahnsinn. Das ist einfach eine Sache, die kannst du auch nicht lernen. Die musst du haben. Ja, was wollte ich sagen? Genau. Ich glaube, dass der Mensch als Spezies genetisch bedingt nicht in der Lage ist, mehr als 1, 2, 3 Generationen im Voraus zu agieren. Mhm. Das ist eine Blockade, weil wir sind nicht daran interessiert, was, wenn wir nicht mehr leben, interessieren unsere Kinder noch und maximal unsere Enkel. Und dann hören wir auf. Das ist nur noch Nebel. Wir können nicht mehr. Dementsprechend sind wir handlungsunfähig, paralysiert. Aber die Angst vor der Apokalypse ist trotzdem in dir drin, nur sie ist nicht, äußert sich nicht in zukunftsgerichteten Handlungen. Und dann äußert sich das aber in sowas, in so Kunstwerken, in Filmen, in Büchern, in Bildern. Yeah. Und da kommt das zum Ausdruck, sodass das vermehrte Vorkommen von apokalyptischen Endzeit-Szenarien durchaus ein Anzeichen dafür sein kann, dass es viele Menschen beschäftigt. Ich denke mir halt nur vielleicht, dass diese Produkte gut ankommen, zeigt, dass es dann doch nicht so ernst ist. Weil ich glaube, wenn du wirklich im Krieg bist, willst du keinen Kriegsfilm sehen. Du willst einen Kriegsfilm sehen, wenn du im Frieden lebst. Aber wenn das wirklich passiert und es wirklich die Katastrophe naht, dann glaube ich, willst du es auch nicht sehen. Aber ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch andersrum. Aber Kriegsfilme sind ja immer eine Reflexion vergangener Kriege. Jeder ist doch so, Remarque, im Westen nichts Neues, der hat seine persönlichen Erfahrungen im Ersten Weltkrieg aufgeschrieben. Jeder Film ist nach einem Krieg entstanden und behandelt einen real existierenden Krieg. Und das zeigt einfach nur, dass Menschen einfach das, was sie erlebt haben, aufarbeiten auf diese Art und Weise. Und die Apokalypse ist noch nicht passiert, aber sie beschäftigt uns und sie wird aufgearbeitet. Ja. Ich habe jetzt überhaupt, weil wir schon wieder so viel reden. Ich bin wieder drin jetzt. Du bist wieder drin. Ja, das heißt, ich kann jetzt wieder durch diesen Teleporter. Okay, der geht nicht. Okay, das heißt, wir können wieder den anderen nehmen. Das heißt, die gleiche Geschichte nochmal. Es geht hier aber auch runter. Ah, das sind die Horrorteppiche. Sind die alle zusammengelegt jetzt, die Sachen? Guck mal, da ist ein Level erneut. Ach, guck mal, das ist doch mal cool. Mm. Dass das Spiel dir sagt, du warst hier schon. Ja, danke, Spiel. Toll, danke, Spiel. Insbesondere für Leute ohne Orientierung ist das super. Ja. Per. Wenig Sounddesign, finde ich. Ja, so Plätschern. Ich hätte mir da gerne so ein. Sowas hätte ich mir gerne gewünscht, wenn man so in so eine neue Welt reingeht. Aber es ist schon, finde ich, auch ein sehr unaufdringliches. Auf jeden Fall, es ist ja auch eine Entscheidung. Es ist ja kein. Und jetzt ist die Frage, machen wir jetzt exakt das Gleiche nochmal? Du willst noch ein Croissant. Warum Nils, wie oft ist es in der Geschichte der Menschheit gut gelaufen, dass man nach dem ersten Croissant direkt ein zweites hinterher drückt? Wie oft ist das gut gelaufen? Wahrscheinlich. Guck mal, weißt du was? Weißt du, was der Trick ist? Man muss sich ein bisschen an diesen Fliesen ausrichten. Weißt du? Weißt? Wie weißt? Ich rutsche immer wieder in meine schwäbische Heimatsprache zurück. Aber das ist voll schwer, das an den. Das ist ja der hinten, das muss ja der sein. Eigentlich ist es auch der. Mhm. Aber wahrscheinlich völlig unnötig.
Das geht nicht, das ist schwierig. Das macht mich wahnsinnig. Egal, ich mach das jetzt nicht mehr daran. Ich mach das jetzt ungefähr. Ja? So. Ist halt schon gut. Und muss ich das jetzt alles nochmal machen? Ich hab nämlich nicht zugehört. Müssen wir uns jetzt also, ich glaube, wir haben einen Stromausfall hergeführt, dadurch, dass wir es halt überlagert haben. Deswegen sollten wir es nicht normal direkt machen, ne? Aber die Option ist halt noch da. Photos are back to normal too. Excellent. Should be smooth sailing from here. Okay. Hopefully. Okay, müssen wir es denn jetzt nochmal machen? Ne, was kannst du denn sonst noch machen? Du kannst ja Strecke schaffen mit dem Bild, ne? Du kannst immer weiter darüber, nach vorne. Das können wir machen. Ja, das können wir machen. Pass auf. I show you. Aber du darfst es nicht weg fotografieren, ne? Das, wo du hin willst. Ja. Das ist. Vielleicht so zickzack. Das ist schon nicht schlecht. Das ist ziemlich gut. Ziemlich gut gemacht. Wir müssen ein bisschen nach oben, ne? Huch. Oh, jetzt kommt wieder der Sprungschuss. Der Bohmhoffsche Sprungschuss. Die Welt der Fotografie war nie wieder dieselbe. Oh, da ist so eine Bank. Kann man über die Bank also rüberspringen. Sehr gut. Hammer, das ist echt gut gemacht. Ich kann hier die Soundeffekte einfach machen. Oh, eine Staffelei. Aber ein kleines Bildchen für eine große Staffelei. Ohne Zeichnung. Oh, Alter, jetzt wird auch noch der Stil verändert. Leute. Und irgendwann hat man so ganz abgefahrene, kubistische, wabernde Dinger. Okay, cool. Alter. Ja, next level. Let's go. Okay, das ist ja wirklich cool, das Spiel. Oh, guck mal, ist es wirklich so? Jetzt sind wir hier bei Monet, oder was ist das? Ich tue so, als wenn ich mich auskenne mit Malerei. Ach, cool. Oh, geil. Oh, Comic. Yes. Roadrunner, das ist eindeutig Roadrunner. Yes, das ist ja super. Ich will das andere Bild nicht. Das ist ja mega gut. Und jetzt noch so ein barockes, so eine barocke Ölzeichnung. Boink, das sind seine Soundeffekte. Oh, das wird immer... Ach, cool. Das ist ja einfach super. Das ist ja süß. Klopf, klopf, ich bin's. Es geht wirklich auf. Oh, das ist geil. Kann man den Stift, kann ich was malen damit? Nee, schade. Oh, Alter. Oh, Pixelbild. Das ist hier so, wie hieß hier? Doom. Oh. Dungeon Doom, aber... Gab es nicht neulich noch so ein Dark and Darker oder sowas, auch genau so diesen Retro-Stil hatte mit diesen engen Gängen und so? Enge Gänge. Ach krass, aber das Foto ist jetzt viel weitläufiger als die davor, ne? Eine ganze Welt. Eine ganze Welt hier drin. Wir müssen das Burgtor. So sahen Spiele früher aus. Dein Verstand ist grenzenlos, Florentin. Wow. Wir müssen das Tor aufkriegen. Das ist unsere Herausforderung. Das ist aber keine gute Idee, um Angreifer fernzuhalten. Auf die Seite den Hebel zu machen. Aber hier ein schöner Altarstein. Und guck mal hier, da ist doch schon auch wieder so ein Torbogen. Was? Oh, Schlüssel. Okay. Von wegen. Das Spiel, das hinterfragt deine Annahmen einfach. Nur weil da ein Schloss ist, kannst du nicht durch. Doch, du kannst aber trotzdem durch. Das kann man leider nicht nehmen. Das wäre aber auch irre. Ja, aber entschuldige Sie bitte, jetzt der V-Level erneut. Das haben wir doch schon. Ne, jetzt können wir das andere machen da hinten. Das noch gekrisselt war. Können wir eigentlich sprinten? Nee. Oh.
Oh, ist das schön, hier so ein kleiner japanischer Strand. Guck mal, genau sowas, das ist genau so. Da denke ich manchmal so, ja, sowas will ich. Du willst so einen ganz kleinen Strand? Ja, so einen kleinen, so einen introvertierten Strand. Ja, wo du nur du liegst. Ja, natürlich, wo nur eine Hängematte ist hier, aber man hat so Sand und so. Und dann wäre es natürlich geil, wenn dann vielleicht an der anderen Seite des Halbkreises noch der Pool wäre dann. Ja. Und dann natürlich eine Fototapete, die so ein bisschen die Malediven zeigt oder so. Willst du nochmal wieder? Das ist doch gerne. Bestimmt, das Spielen macht doch mehr. Das aktive, gerade so bei so Rätselspielen, finde ich, ist das teilweise schwer auszuhalten. Wenn der andere sich so anders komplett verhält. Falsch anstellt. Ja. Ah, hier können wir eine Batterie erzeugen. Darf ich mal wieder? Is that? Oh, it must be. Oh! Ja, mach doch mal 5 Stück offensichtlich, ne? Ja, ich heb mir noch einen auf für andere Sachen. Oh, du kannst das auch, kopieren. Ist das erlaubt? Vielleicht musst du von allem eine Kopie machen. Gibt's noch mehr, was ich kopieren kann? Ich glaube, du kannst direkt zurückspulen, um ehrlich zu sein. Weil wenn wir da mehrere Fotos haben, kann es sein, dass du von allem eine machen musst. Ah, aber die Kopien sind in schwarz. Ja. Oh, jetzt habe ich ja richtig viele Bilder. Nee, jetzt wird hier erstmal. Jetzt wird hier erstmal. Teleporter wurde zerstört. Ihr lebt alle in meiner Welt. Du wärst auch so ein richtig guter, verrückter, wahnsinniger Oberschurke, so Evil Genius. Da sehe ich dich. Aber man darf den. Okay, jetzt brauchen wir erstmal Batterien. Wenn du in einem Spiel deiner Wahl ein Charakter sein könntest, würdest du einen Anruf bekommen vom Entwickler. Hier, wir haben Florentin, du darfst bei uns. Ja. Welches würdest du nehmen? Ich glaube, ich wäre bei Super Mario der Typ, der die Leute holt, wenn die von der Strecke fallen. Ah, der in der Wolke sitzt mit der Angel? Ja, den finde ich immer super. Der hat doch Lakito, oder wie heißt der? Ja, Lakito, glaube ich. Moment, aber wie kann ich jetzt die Lakito anderen... Lakito von Borg. Wie kann ich denn jetzt die durchwechseln, die Bilder? Lass mal los. Kannst du das nicht wenden? Und jetzt drück mal den... Ne? Da. Ah. Da ist eine Batterie zu sehen auf diesem Foto. Aber okay, warte mal. Wenn auf dem Foto eine Batterie ist... Und fällt die runter, die Batterie? Probier's aus. Ah! Es ist ja geil. Okay, aber dann brauchst du brauchst du doch 3 einfach davon. Dann machen wir doch richtig. Du hast ja auch 3 gemacht. Vorsicht. Ein extra Bonuspunkt, wenn du jetzt diesmal schaffst, dass es direkt aufs Induktionsfeld fällt. Kein Problem. Er ist so gut in diesem Spiel. Oh, es hätte, glaube ich, eine 2 gebraucht, oder? Ja. Diese 5 Dinger, dass man halt 5 Kopien machen konnte, hat mich ein bisschen verwirrt, aber ich glaube, das war einfach nur eine Toleranz noch, die sie uns gegeben haben, falls wir zu dumm sind. Was wir ja nicht sind. Was ist das hier? Oh, eine Ente wieder. Tidi. Entchen 2. Schokoriegel. Oh, guck mal hier. Oh. Ach, ich verliere alle Bilder, wenn ich in den Teleporter gehe. Mhm. Ach so. Nee, dann nicht. Drücke B doppelt um zur Markierung. Ah, man kann direkt wieder... Zurück ins Leben springen. Macht es einen Unterschied, ob ich die Kopie kopiere oder das Original kopiere? Das kann ich dir nicht sagen. Normalerweise müsstest du auf die Qualität des Fotos mit jeder Kopie ein bisschen abnehmen, oder? Wenn du ein Foto copy of a copy, ja. Ja, irgendwas musst du am Ende ist es nur noch... Warte, ich mach jetzt mal hier ein E-Sport. Jetzt, das ist E-Sport. Moment, was sieht man da überhaupt? Was ist das?
Das ist eine Wand, da sieht man diese Plattform. Da kommst du sicher, gibt es vielleicht auch einfach andere Fotos noch, theoretisch könntest du ja auch. Wenn das deinen Zwecken nicht entspricht. Das war ein Fehler. Dreh's doch mal sonst. Kannst du es nicht so. Da, dreh das mal. Vielleicht kannst du die Plattform irgendwie. Ja, gute Idee, Nils. Ach, guck mal, das passt sogar wunderbar. Kann es sein, dass du ein Fuchs bist? Sag mal, Nils. Tja. Dude. So ein DJ, der einfach nicht anders kann als immer so ein bisschen, so, auch wenn er selber für sich Musik hört, einfach knapp, das muss sein. Untersuchen. Das ist viel zu klein. Wasser muss nicht riechen. Ich muss immer zu darüber nachdenken, während die Hiraya heute zusah, wie sie ihren Pflanzen pflegte. Dieser Ort macht süchtig und das gleicht den Fehler aus, den wir hier begegnen. Wir erschaffen Schönheit. Oh, okay. Wir erschaffen Schönheit aus dem Nichts, die einige, aber nicht alle unsere Sinne anspricht. Okay. Aber Leute, vergiss mir nicht, wie eine Blume riecht. Und ich will nichts vergessen, Prototyp. Und ich will nichts vergessen, Prototyp. Ich will nichts vergessen. Okay, er stemmt sich gegen das Vergessen. Diese Welt. Deswegen macht er Fotos. Oh, Datteln! Mm. Ja, ist das köstlich für dich? Ein Datteln, köstlicher Gaumenschmaus? Datteln sind köstlich, ja. Wusstest du, warum Datteln nicht vegan sind? Weil sie vom Datteltier gemacht, rausgedrückt werden? Nee. Ich habe das neulich in so einer Quiz-Show gelernt. Ich wusste es auch nicht. Und zwar gibt es so Wespen, die quasi in die Dattel fliegen und dann da so verenden. Ach ja. Und dann von quasi in der Dattel drin sind, sodass die Wespe ist in der Dattel. Also du hast Wespenanteile in der Dattel. Und das ist ja tierisch und deswegen ist es per Definition nicht vegan. Also wenn ihr eine Dattel esst, esst ihr auch eine Wespe. Aber wie ist das? Also ich meine... Ich habe mir das nie ausgedacht, Blut. Ich meine, du kannst ja, wenn du einen Salat kaufst, dann kann da auch ein Wurm drin sein. Deswegen ist es ja nicht... Der Salat nicht mehr vegan, aber gut, ich weiß auch nicht. Du, ich bin nicht für die Veganerbehörde. Ich sag dir nur was, dass wenn du vegan bist und du isst eine Dattel, bist du nicht mehr Veganer. In dem Moment, wo sich deine Kiefermuskulatur bemüht, eine Dattel zu zermalmen, sagst du dem Veganismus adieu. Ich will die Katze rausholen. Ja, ist doch kein Problem. Da musst du doch nur den unteren Teil des Kreises zerstören. Moment. Mit der offenen Seite. Ich glaube, ich bin zu weit zurückgesprungen. Ja, bist du auch. Piep, 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 piep. Hier sind überall Katzen. Die beobachten dich und lachen dich aus. Das ist wie bei Alice im Wunderland. Ach so. Das ist die Katze aus Alice. Nee, die folgt mir. Die ist immer da, wo ich hinschaue. Mm, aber vielleicht kannst du dich trotzdem runterfallen lassen. Nee, Moment, die ist nicht immer, wo ich hinschaue. Miau. 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 Hallo. Miau. Servus. Vielleicht muss ich durch alle Ringe gucken. Gleichzeitig. Alles ist möglich. Aber dann eher von unten oder von oben? Ja, ja. Nochmal eine Plattform Platz. Bauen. Vorsicht, dass du nicht runterfällst. Aber wie geht das jetzt? Was soll jetzt hier passieren? Vielleicht ist es auch einfach nicht die Lösung. Die Frage. Könntest du ja erstmal nach oben gucken, ob da was am Ende der Treppe ist. Meistens ist da ja irgendwas, aber das ist ein schönes Detail. Vielleicht muss ich von oben durchgucken. Die Katze hat eine sanfte Tatze. Guck mal, das war wieder irgendwas Geiles. Hatten wir das schon gelesen? Nee. Kriege ich hier irgendwie eine Anhörung hin oder so? Aber man kann die nicht kippen, oder? Wie meinst du? Also so nach... dass du dann als Rampe als Rampe würde. Nutzt, oder was? Ja. Warte, ich darf nicht das Katzenloch wegmachen. Nee. Nee, das geht nicht so richtig in die Höhe. Guck mal, da hinten, siehst du das? Da ist auch nochmal eine 0-0. Das ist, nee, das ist der Teleporter. Ey, du brauchst auch mal eine Brille, weißt du das eigentlich? Warum machst du das denn nicht? Soll ich mal mit dir zum Optiker gehen, oder was?
Ich mach das mit dir. Ich nehme dich an die Hand und mach einen Termin und sag. Du führst mich rein, jetzt kommt eine Tür. Und sag so hier, aber wie Michael Jackson früher. Also der Laden muss zu sein, sonst kommt Florentin nicht. Und dann suchen wir dir mal eine schöne Brille aus. Was wärst du eher so jemand, der so richtig wunderschöne, tolle, modische Top-Brillen trägt wie ich? Ja, wirklich so knallrote. Oder wärst du eher so ganz dezent, so mit dünnem Drahtbügel? Nee, ich hab mal einen Vortrag gesehen von Werner Herzog und der hatte eine Brille, die so in der Mitte so einen Magneten hatte, dass man die nicht normal abgenommen hat, sondern man hat die so nach außen aufgemacht. Aha. Ich dachte mir, das ist so ein cooler Move. Hatte die so eine Schnur dann noch? Genau, die hat dann so eine Schnur. So ein cooler Move, dass du die Glück in der Mitte auseinander machst. Ist aber auch ein bisschen poserig, finde ich. Ja, gut, aber ich meine. So, jetzt lass mich kurz den Baum entfernen. Ja, ja, ich laber dich nicht voll, keine Sorge. Ey, aber andere Frage. Ist das schlau? Ja, dann nehme ich, warte mal, habe ich noch bessere Bilder? Nee, das ist richtig dumm. Vielleicht ist es auch einfach nicht das, was wir machen müssen. Weil wenn da schon ein Teleporter zu sehen ist, auf dem Bild, dann müssen wir einfach zu dem Teleporter gehen. Der wahre freie Mensch setzt sich seine Ziele selbst. Wer hat das gesagt? Winnetou? Moment! Ich will den Baum wegmachen! Ersetzen, vielleicht gibt mir das eine besondere Perspektive. Also ich finde den Gedanken sehr spannend mit diesen Löchern. Ich kann mir vorstellen, dass da, aber auf der anderen Seite, es war bislang im Spiel ja auch nicht so, dass man nur durch das Erblicken von irgendwas was freigeschaltet hat. Man muss ja schon mechanisch tätig werden. Moment, wo sind die anderen Löcher? Ich glaube, du musst einfach zu dem Teleporter, den du ja in dem Bild schon siehst. Aber was ist denn mit der Katze? Das vielleicht ist doch einfach, was. Ja, vielleicht ist es aber auch einfach nur ein süßes Detail. Ich weiß, was du meinst. Das, der Gedanke ist ja auch gut. Es muss aber nicht zwangsläufig die Lösung sein. Ich will einmal ganz nah an die Katze ran. Du weißt, dass die beißen, ne? Und auch Tollwut übertragen. Tollwut ist die schlimmste Krankheit. Wann geht die weg? Miau! So, okay. Du sagst, hier hinten ist schön. Jetzt der Transporter, aber... Also es muss ja auch irgendeinen Sinn ergeben, dass wir da jetzt hochlaufen. Warte mal, in dem Bild ist da auch ein Loch. Also erstmal das... Genau, das ist die richtige Ausrichtung für den Transporter. Können wir den nicht einfach hier so hinkleben oder so? Nee. Naja, doch, das geht schon. Ja, das sieht gut aus. Aber der wird ja nicht direkt gehen, der ist gesperrt. Nee, es geht so. I wonder what house is in. Geil. Let's check it out. Und ist das ein Teleporterloch? Ja, warte, ne? Dem schieße ich die Schiene weg erstmal. Oh, das ist entschieden zu brutal. Dann fällt er einfach runter. Und stürzt in den Tod. Verstehe. Ich glaube, ich habe dich noch nie im Schokoriegel gesehen. Also ich habe dich noch nie so wirklich herzhaft in so ein Mars beißen sehen oder so. Bist du gar nicht so im Schokoriegel... Aficionado? Doch, auf jeden Fall. Was ist so dein favorite Go-To-Riegel? Also das Problem ist, es gibt ja so ein paar Riegel, die unter fragwürdigen Herstellerbedingungen produziert werden. Mhm. Und da muss man immer überlegen, okay, was erwähne ich jetzt in so einer öffentlichen Situation? Aber es gibt schon so gewisse Riegel. Du willst nicht den Göring-Riegel jetzt hier offen. Nee. Propagieren. Aber es gibt so wirklich so ein paar, es gibt einen so einen Hersteller, der macht die leckersten Schoko-Sachen einfach. Und Monsanto macht einfach die Monsanto, besten. Genau.
Und die sind einfach alle geil. Und und die kann man halt auch einfach pfundweise wegnaschen. Es gibt so ein paar Sachen, sowas wie Snaggers, so Mars habe ich super schnell über. So, also das sind so ja, die sind krass, da kannst du echt nicht viel essen. Nee. Und die so auch so, egal ob es Snickers, Mars, Bounty, diese ganzen Klassiker oder auch Twix oder Kit Kat oder all diese, da habe ich relativ schnell die Nase voll von. Aber diese eine Herstellung, die wissen alle, wovon ich rede, ich weigere mich nur, es zu nennen. Es macht leider einfach wirklich die leckersten Sachen. Und oftmals sind es tierische so. Beefy. Nee, ich meine so von den Figuren her eher so was animalische Themen. Okay. Okay. Möchtest du die optionale Herausforderung meistern? Sehe ich aus wie jemand, der sich dafür drückt, oder was? Soll ich ehrlich sein? Foto, und ein Torpedos. Schokolade. Kennst du noch, wie hießen die Maribu oder so? Die habe ich als Kind immer. Diese fette Was Schokolade. War das denn noch? Also so ein riesen Schokoladen. Ja, genau. Aber da gibt's richtig geile Sorten. So mit Minz, Krokant oder Apfelsine. Ja, das kam dann später. Die sind mega gut. Kreise sind ein Thema, habe ich das Gefühl. Die sind stabil, die Stühle. Da kannst du nichts sagen. Ja, aber hier ändert sich die Schwerkraft. Entschuldigen Sie bitte, was soll ich denn jetzt davon halten? Ja, das Bild nochmal anders machen. Anders gedreht. Ich glaube, du musst das Bild nochmal anders machen, jetzt wo du weißt, was dahinter kommt. So vielleicht. Ja, ich glaube, das ist jetzt genau falsch rum, aber... Kann sein. Ja. So komme ich ja nicht mehr hoch. Mit der orangen Blume. So? Dass ich über die. Ich würde das Blätter nach unten, aber machst du. Ja, ich kann so, auch sein. Ich bin nicht ja. Gut. Ja. Geht auch. Ja, immerhin, oder? Du kannst da hingehen. Geht auch. Stark. Okay. Schon so Portal-Style auf jeden Fall. Alter! Ey, hör mal auf jetzt. Wie ist die Ausrichtung denn überhaupt gerade? Ach gut, aber du hast immer einen Horizont. Ey! So. Ein Irrgarten, das ist ja geil. Es ist ein Irrgarten. Man weiß nicht, wo man entlang laufen muss. Da ist sie. Ey, wenn wir diese optionale Herausforderung nicht gemacht hätten, hätten wir Entrian nie bekommen. Siehst du? Aber gibt's denn hier noch irgendwie ein Foto oder irgendwas? Ging's jetzt nur um die Ente? Mein Freund? Kann schon sein, dass die optionale Herausforderung in eine Ente mündet oder schnabelt. Aber möchte die Herrschaften, dass ich jetzt einfach. Ich glaube, du kommst da nie wieder raus. Das knotet dir schon so ein bisschen den Kopf zu, ne? Vorm Absturz. Du meinst, du kannst im Flug ein Foto machen, um dich zu retten? Ja. Das hat im Grundsatz funktioniert. Es war ein cooler Tod, aber ein Tod. Ich muss es irgendwie... Gegen die... Und dann im Flug das nächste Bild nehmen. Ja. Mist. Ich muss es. Ich glaube, das ist jetzt immer das gleiche Bild, oder? Ja, das kann sein. Ich glaube, in dem Bild ist auch wieder das Bild. Boah, krass. Also der leider ändert sich die Gravitation... Zu spät. Na, das ist alles ein bisschen sehr verknotet gerade, ne? Das war jetzt vor dem Irrgarten. Aber hast du jetzt die Ente behalten? Das ist die Frage. Haben wir die Ente behalten? Wahrscheinlich nicht, oder? Wenn du die Zeit zurückspulst. Oder ist es so ein Achievement, das dann einmal gut, immer gut? Das werden wir jetzt herausfinden. Oh Gott, jetzt wird mir langsam auch übel.
Okay, kann die Gravitation sich bitte mal eben ganz kurz an die neuen Realitäten einfach anpassen wollen? Du hast es ja auch absichtlich schief gemacht. Ja, weil ich einfach mal ausprobieren wollte. Du bist einfach ein Künstler im Herzen, keine geraden Fotos. Ist die Gravitation dann dementsprechend... Ich bin da eben schon wieder runtergefallen, hast du gesehen? Warum machst du das denn nach unten? Weiß ich auch nicht, ich will mal rumprobieren. Ich will eigentlich nur sehen, ob die Ente da ist. War die da? Hast du sie gesehen? Nein, ich hab sie nicht gesehen. Okay, das ist ein Moment, wo du richtig denkst, oh Gott, Nils, ey. Oder? Und auch nicht zu Unrecht. Nee, ich find das gut. Das ist Experimentierfreude ist der Kern eines jeden Rätselspiels. Oh Gott, jetzt habe ich das ganz vergessen. Aber ich glaube, wir haben sie doch jetzt gefunden. Es gibt ja leider kein Gerade mehr. Naja, die Berge im Hintergrund, glaube ich. Ja, die kann man sich so halbwegs... Aber da komme ich da nicht hin, weißt du? Das ist zu weit weg. Ja, ich komme da nicht mehr hin. Ich habe mich halt in eine sehr unnötige Situation gebracht. In eine optionale unnötige Situation. Ja, das stimmt. Aber die Frage ist doch wirklich, haben wir jetzt alles erreicht? Weil eigentlich hätte es so sein müssen, ne? Das wäre so am Anfang die bessere Idee gewesen und dann kommt man da auch schnell durch. Und dann ist auch alles gerade. Und dann... So, und jetzt... Genau. Musst du dich für einen Tisch entscheiden. Ja, das letzte Mal hatten wir es so gemacht. Und dann kamen wir in dieses Labyrinth. Vielleicht muss man... Kommt man da wann woanders hin? Mal gucken. Ja. Das ist auch eine schöne... Schöner Balkon. Wollen wir hier? Guck mal. Ah, okay. Ist doch der linke. Dann waren wir grundsätzlich mal richtig. So, jetzt machen wir es einfach so, wie das Spiel sich das gedacht hat. Gehen nochmal mal hier schön den Irrgarten entlang. Die Ente ist weg. Alles war umsonst. Ja gut, aber wir haben was gelernt. Wir müssen jetzt dann wieder zurückgehen, oder was? Wir haben was gelernt. Na, du kannst ja auch zurückspulen einfach, ne? Ja, aber also ist das dann, gilt das als absolviert dann? Das ist halt die Frage. Ich denke, die Ente ist das Ziel. Wir können jetzt ja easy zurücklaufen. Ja, die Ente war das Ziel. Dann müssen wir aber trotzdem ja wieder zurückkommen, bis in die... Tisch ist zerstört. Dann hätten wir wahrscheinlich auch wirklich zurückspulen können einfach. Kommen wir denn überhaupt regulär nach Hause? Kommen wir gar nicht. Ich befürchte nicht, nein. Alles. Der speichert alles, oder wie? Alles innerhalb von so einem Level. Von so einem optionalen Herausforderungslevel. Ist das hier noch das Level? Ach, man kommt nicht mehr zurück, oder wie? Aus dem optionalen Herausforderungslevel. Na gut, dann. Komm nicht mehr raus. Finden wir halt irgendeine Option. Wieder zurückzukommen. Warte mal, ist da oben irgendwas? Nö, nur Energieversorgung. Ja, da könnte, meinst du nicht, da könnte ein Generator sein? Oben? Oder so ein Porter, Teleporter? Ich glaube nicht. Aber wir müssen auch eh erstmal... Ah, diese Schokolade, die da köstlich liegt. Ja. Keine Ahnung. Ja, aber wie kommen wir denn jetzt da wieder? Ja, das ist jetzt wirklich eine komische Frage. Also wir hatten ja eben eigentlich alles richtig gemacht. Die Frage ist, vielleicht hätten wir da doch irgendwie zurück... Vielleicht hätte es ja noch mehr gegeben. Aber wir können jetzt ja nicht wieder zurückspulen. Wir müssen ja alles noch machen. Ich meine, es ging jetzt sehr schnell, aber... Nee, du kannst es zurückspulen, nicht zurückspulen. Ja. Das ist jetzt strange. Ah ne, das war ja falsch rum. Ich glaube, Efeu am Boden ist. So. Ja. Aber die Style-Punkte willst du dann doch nicht liegen lassen. Okay. Ne? Da muss dann doch noch der Sprungschuss sein. Aber das ist, also okay, das verstehe ich aber jetzt nicht ganz. Wieso?
Ist hier vor allem, dass der linke da offensichtlich eine Sackgasse ist. Ja, das ist... Oder vielleicht gibt es da noch mehr zu erkunden in dem linken. Können wir gerne nochmal ausprobieren. Na, das ist... Also der... Hm? Moment, genau, der jetzt linke, der hat dich wieder zurückgeführt. Kannst ja mal gucken, ob es da noch eine Abbiegung gibt irgendwo. So, da. Und vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Vielleicht ein Foto noch. Vielleicht können wir das... Das ist doch derselbe Tisch, oder? Das bringt uns gar nichts. Ist der Tischexperte, aber der Tisch führt dich ja wieder zurück zu einem zum Doppelbogen. Ja. Was ist denn eigentlich Halte zum Ausrichten oben gedrückt? Achso, dass man am Horizont ausrichtet. Ach, guck. Ja. Ach, schau an. Ja. Was ist das da rechts an der Wand? Hier? Das war der, ursprünglich mal der Boden, ehrlich gesagt, glaube ich. Das war der Boden. Vielleicht ist da auf dem Dach oder so irgendwo noch was drauf. Wenn du dich jetzt umdrehst. Ah, da ist ein Bild! Da ist ein anderes Bild. Das ist auch ein anderes Bild. Aber das heißt, wenn man das anders ausrichtet, vielleicht kannst du nochmal zurückspulen und das einmal nach rechts drehen. Genau, das jetzt einmal nach rechts drehen. So ist der Boden. Genau, und dann kommt man zu diesem Balkon. Und da ist ein anderes Bild. Da kommen wir nach Florentin. Na, guck mal. Florentin. Du bist so ein... Naja, das hätte ich ja mal... Oh, ich glaube, das musst du nach unten fotografieren. Dann fällst du drauf. Hilfe. Oh, das ist ja gemein. Nee, ich glaube, einfach direkt nach unten fotografieren. Einfach nach unten. So meinst du? So. Ups. Dieser Florentin, er ist ein... Und wir haben die Ente. Wir haben die Ente. What's that? That looks interesting. Let's check it out. Ich würde so gern die Schienen von dem da wegschießen. Und dann gucken, dass er runterfällt. Aber das können wir ja noch... Aber ich weiß nicht, ob wir hier Fotos haben. Vielleicht haben die jetzt ganz bewusst keine Fotos gegeben, weil die genau wussten. Ja, öffentliches Transportmittel, das ist dann natürlich schon nochmal ein ganz anderes Thema, ne? Ich glaube, hier ist es so der Hub, ne? Und wo man dann in andere Level gehen kann. It's been a while since someone's wandered around this place. And it's good to have you. There's plenty of things to do here. Have you finished exploring? Ah, die weiß genau, dass wir ihr Rätsel noch nicht entschlüsselt haben. Das weiß die ganz genau. Wissenschaft und Kunst stoßen auf Natur. Ja. Und während wir da jetzt reingehen und schon mal drücken. Ah ja. Klingelt unser Wecker, oh, bist du Schrecker, weil wir unsere Zeit vorbei ist. Aber was ist unser Fazit? Das ist so eine große Frage. Es ist ein sehr cooles Spiel. Ja? Gefällt mir richtig gut, dieses Perspektivenspiel und so. Und auch, also was, ich finde immer geil, wenn die Idee gut ist und dann aber noch einen Schritt weiter gegangen wird. Mhm. Die Grundidee ist geil, aber als dann auch noch diese anderen Artstile, also mit Comic und so, ins Spiel gekommen sind, dachte ich, jetzt hast du mich. Jetzt ist geil. Und ja, auf jeden Fall eine Empfehlung. Vielen Dank für diese Empfehlung auch von der Gaming-Redaktion, die das für uns ausgegraben hat. Sehr cooles Spiel auf jeden Fall. Ich glaube, für alle Fans von Bewusstseinserweiterung und Rätselspielen sollten hier auf jeden Fall zugreifen. Nils. Ja, große Überraschung. Hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir freuen uns natürlich wie immer über eure Kommentare. Lasst ein Like da und ein Abo. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war Viewfinder. Große Empfehlung. Tschüss.